So, heute wird den Typen hier mal ordentlich der Kragen geweitet. Ja, jetzt geht's in den Kampf gegen Rüpel B von diesem verrückten Team dort. Ich weiß nicht, ob ich die ernst nehmen kann, aber gut. Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich bin im Umgang mit Pokémon. Ja, check this out. Die haben irgendwie eine Waffe im negativen Sinne. Ja, Team Skull, das Team Rocket von Pokémon Sonne und Mond. Team Skull Rüpel fordert sich heraus. Ja, wieder wahrscheinlich dieser. Ach, ein Zubat. Oh, woher kommt mir das bekannt vor? Oh, ein Zubat. Och nö. Denn diese selten dämlichen Typen mit ihren selten schwachen Pokémon. Und auch nur von einem Typ. Das sind immer nur Zubats und Golbats und Xbats. Und ich kann euch schon sagen, wie das jetzt hier verläuft. Die sind genau berechenbar. Ich kenne doch mein gutes Team Rocket aus Pokémon Hardgold. Gut, Zubat wurde erledigt. Ja, das hätten wir auch. Gut, Lee erreicht Level 6. Echt jetzt? Das war's schon. Zwergfest gewinnt 256 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen den ersten Team Skull Rüpel hervor. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Hey, warum tun wir so, als wäre das nicht passiert? Lass uns lieber die Biege machen. Einmal das blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Was sind denn bitte das für Deppen? Meine Güte. Das hast du gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Gokui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktoren. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ja klar, also, ich habe gerade die Rüpel besiegt, obwohl, ja, das ist jetzt keine Sache, was, womit man sich irgendwie brüsten könnte. Ja. Die sind einfach schwach. Und dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Anima. Was? Jetzt? Soll ich jetzt gegen die kämpfen? Okay. Ja, dann. Los geht's. Captain Anima fordert dich heraus. Dass der Captain-Kampf schon jetzt kommt, hätte ich nicht gedacht. Dann ist der Inselkönig ja nicht mehr weit. So, stimmt ja nach 8 oder 9 Parts. Stimmt, da kann das schon mal kommen. Hätte mich eigentlich nicht überraschen sollen. Gut. Setz mal weiterhin Glut ein. Ja,
Ja, der Attacken sind nicht sehr effektiv, würde ich mal sagen. Ich setze noch einmal Glut ein und dann wird sich das, glaube ich, schon bald haben, denke ich. Ja, fast. Oh, er hat noch eine Attacke auf Lager. Naja. Das juckt mich nicht sonderlich. Schlecker ist wirkungslos, zeigt mir die Tabelle hier an. So, ihr habt es da unten übrigens in den Attacken da immer. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Was? Hat sich gerade selbst geheilt. Na gut, ich krieg auch noch ein zweites Mal hin. Das soll es, daran soll es jetzt nicht liegen. Ich habe da immer eine Tabelle unten mit den vier Attacken. Bei mir sind es Kratzer, Glutheuler und Schlecker. Und da steht neben den Attacken immer so ein hilfreicher Hinweis. Kann ich vielleicht mal kurz zeigen hier unten. Ja. Effektiv, wirkungslos. Ja. Vielleicht ein zu präziser Hinweis. Naja. Eine kleine Hilfe. Dass man immer weiß, welche Attacke effektiv ist. Ich weiß es nicht. Früher musste ich das noch auswendig lernen und musste wissen, dass Glut auf dem Pflanzen-Pokémon effektiv ist und auf dem Wasser-Pokémon halt nicht. Jetzt zeigen sie es mir an, jetzt sagen sie mir, setz diese Attacke bitte nicht ein. Das wird dir nicht sehr viel helfen. Naja. Die heutige Generation von Pokémon halt. Und John erreicht Level 13. Dank des EP-Tags der Rest des Teams auch noch. EP-Punkte. Ach, stimmt ja, ich habe ja jetzt ein Team. Weiterkämpfen. Das ist jetzt die Frage, wenn ich wechseln würde, mit wem würde ich jetzt wechseln? Würde John jetzt wechseln? Das haben wir noch nicht bestimmt. Die Abstimmung läuft noch. Schaut im gestrigen Part nach. Dort gab es eine Abstimmung. Ihr könnt wählen zwischen Lee und Lea. Wer soll der Lebenspartner von John werden? John ist gerade besiegt worden. Ja, eigentlich müsste der jetzt in die RIP-Box, aber der hat Starter-Pokémon-Bonus. Der wird noch nicht in die RIP-Box gelegt. Ich muss jetzt höllisch aufpassen, nicht, dass die Abstimmung hier schon für den Arsch ist. Dass Lea jetzt besiegt wird und dann. Ja. War's das mit Abstimmung. Puh, alter Schwede. Hilfe, ich hab Angst um Lea. Ich tausch mal lieber. Wenn möglich. Und Lee. Puh, alter. Ich müsste mal ein bisschen trainieren. Gab's da nicht auch eine Regel? Das Training. Nein, halt aus. Alter, ich hab Angst um die. Jetzt wird's hart. Das kann ich doch nicht bringen. Das kann ich doch jetzt nicht wirklich bringen. Tackle. Mann. Lee ist sehr untrainiert. Was soll ich machen? Ich muss jetzt hier warten, bis die irgendwie eine effektive Attacke einsetzt. Weil das schwankt ja mal hin und her. Tackle zieht mir ja nur. Nicht sterben, Lilly. Hilfe. Nein, bitte nicht. Wow. Jetzt verstehe ich den Sinn von Nuzlocke-Regeln. Ich muss aufpassen, dass der mir nicht wegstirbt. Mann, setz doch mal was anderes ein. Ich habe halt keine Tränke mehr. Ich habe nur noch vier.
irgendwas Heuler oder sowas. Was willst du denn mit deinem Tackle? Ich hab Angst. Versteht ihr das? Das ist mein Tausch-Pokémon, das ist ein Geschenk. Und das Mauzi will ich nicht verlieren. Oh Mann. Was willst du denn mit deinem Tackle? Hör auf. Letzter Trank. Setz doch bitte mal irgendwas ein, was nicht Tackle ist. Wenn ich gewusst hätte, dass die mich auch jetzt herausfordert, dann hätte ich trainiert vorher. Das kam so plötzlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wen opfern? Lea oder Lilly? Ich nehme mal lieber Lilly, weil die kann ich mir neu fangen. Ich fange mir ein neues Mauzi. Wird schon irgendwie ein weibliches Mauzi geben. Nein, nein. Lea wurde besiegt. Nein, nein. Kacke. Ich kann doch nicht auch noch Lilly opfern. Och nö. Halt durch. Halt durch, Lilly. Nein. Mamfaxo darf mir nicht wegsterben. Das ist ein Geschenk. Dann ist der Starter-Punkt mal wieder allein. Ich habe keine Tränke mehr. Was soll ich tun? Was ist goldene Zeiten? Ich bin die Attacke nicht. Das geht das mit Tackle oder? Bitte, bitte, bitte nicht sterben, 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 bitte nicht sterben. Danke. Och nö, nein, 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 nein. Komm schon. Och nö. Lilly wurde besiegt. Nö. Kein kampfiges Pokémon mehr. Och, nö. Wir müssen mal eindeutig über die Regeln reden. Mauzi ist jetzt definitiv tot. Ich würde sagen, in 3 Runden. Also Mauzi kommt mal in die RIP-Box. Tut mir leid für dich, Mauzi. Ich fange mir halt ein neues. Ich würde sagen, vor Inselkönig kämpfen darf man sich. Darf man sich Pokémon aus der Box. Aus der IP-Box wieder beleben. Ich würde mal sagen, ein Pokémon. Ja, gibt es nur 4. Oder machen wir vor so einem Captain-Kampf, vor jedem Captain und vor jedem Inselkönig-Kampf kann man sich und vor einem finalen Kampf gegen einen Boss oder sowas kann man sich ein Pokémon wieder beleben lassen. Schreiben wir das in die Regeln. Kann ich die jetzt wieder Mauzi? Ja, ich lasse das jetzt erstmal aus. Lass die erstmal tot. Fangen wir jetzt ein neues Mauzi. Namens Lea. Lea 2. Ja. Und dann, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Regelung haltet, ob die Regelung eingeführt werden soll. Auch ist es männlich, Mann. Ich
muss jetzt ein weibliches Mauzi finden. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung oben. Ja, ich mache eine Abstimmung. Wie haltet ihr die Regel? Was haltet ihr von der Regel? Wird die Regel eingeführt? Eure Abstimmung. Oder? Ja. Oder nicht? Stimmt mit Ja oder Nein? Abstimmung im letzten und Abstimmung in diesem Part. Schnellt mal kurz zusammen. 6,5 Stunden spät. So. Mauzi gefangen. Lea. Die zweite gefangen. Weibliches Mauzi natürlich. So. Lea wurde in das Team aufgenommen. Ja, jetzt hat sie keinen 2-Punkt dran. Aber gut. Wir wissen ja, dass es Nummer 2 ist. Vielleicht kommen wir später noch irgendwo zu einem Namensbewerter. Vielleicht gibt es den auch hier. Gut, Abstimmung gilt immer noch. Im letzten Part. Nachgucken. Vielleicht abstimmen. Lea oder... Also Lea 2.0 oder... Lilly. Ich wäre ja stark für Lea. So, 30 super Tränke. Nein, nur Tränke. Super Tränke sind es noch nicht. Aber Tränke gekauft. Ich fühle mich vorbereitet. Los geht's. Bitte nicht noch ein Tod. Jetzt müssen wir uns anstrengen und mehr auf. Ja. Auf John achten. Holla! Das war in diesem Part schon der erste Tod. Gut. Pass auf, was du tust, John. Im Team ist wieder 3. So. Ich setze mal Glut ein. Wähle meine Attacken. Gut. Deshalb setze ich nochmal Glut ein. Ja. Solche Attacken hättest du einsetzen sollen. Ach, das war's ja nicht du, das war dein Kumpel. Solche Attacken hätte ich gebraucht. Bei der Sache mit Lea 1. Ja, stirb endlich. Danke. Lilly erreicht Level 7. Auf weiter kämpfen. Farbige. Dich kriege ich auch noch hin. Gut, einmal Trank bitte. Auch wenn ich bald einen Supertrank brauche, bei Johns Kraft. Ich glaube, ich muss bald so ein bisschen leveln. Dass meine Pokémon ähnliches Level haben. Gut, ich setze alles auf eine Karte. Oh, Flinkklauer. Gut, zack, besiegt. Ein bisschen Glück ist mir heute doch gegeben. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. Zwergenfürst gewinnt 12.000 nicht, aber 1.200 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen die Captain Herafon. Du bist, nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Was, nochmal? Ich muss nochmal gegen die kämpfen. Ach du Kacke. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Rotom-Pokédex zeigt dir wo. Also dann Alola. Wow. Wenn das mal ein Kampf war. Gut. Oh, ich bin verschwitzt. Glaubt ihr es mir? Aluna ist einfach toll. Hier kann man sogar auf dem Rücken einiger Pokémon reiten.
Oh, mein geliebtes Alola, endlich liege ich in deinen Armen. Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fährbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Okay, ja, da kann ich nicht durch, dann, ja, müssen wir halt auf Route 2 gehen. Im nächsten Part, Route 2, Richtung Elila Herausforderung, oder wie sie hieß. Wir machen uns schon mal langsam auf den Weg. Ja, und auf diesem Weg, den ich heute etliche Male in der Kamera und außerhalb der Kamera gegangen bin, sage ich euch Tschüss und, ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Hier passiert noch was. Dann muss ich eventuell überziehen. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich so hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Du bist ganz anders. Die erste Prüfung der Inselmannschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Aloha zu kämpfen. Kaporiki soll nämlich dort Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilii gehört. Eine Frage beschäftigt mich, falls wir Kaporiki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Zwergfürst, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ja. Ich hoffe, ihr drückt mir auch die Daumen. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Ja, ich sehe schon dort den nächsten Dialog kommen. Dort gespeichert. Weiter geht's im nächsten Part. Jetzt wirklich. Ciao.